Willkommen zurück. Ja. Jetzt hat er diesen Ausweichroller gemacht. Wo mache ich den Ausweich? Habe ich schon mal gesagt, in den Optionen. Ja, wir sind hier immer noch beim Sprungrätsel. Optionen und runterscrollen zu Alter, Kampfbewegung. Die Stimme, die haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ja, ich habe geschlafen. Wir können schon am ersten Tag. Das glaube ich dir sogar. Oh, nerv. Wir können ja mal fragen, wann wollen wir Borderlands spielen? Wollen ist nicht das Problem, glaube ich. Keine Ahnung wann. So, jetzt kommt die kackte Scheiße. Oh, so weit war ich noch nie. Machst du das so schnell? So richtig panisch, ey. Boah, ich war noch nie hier an dieser Stelle. Marc, ich hol dich ein. Oh, Jesus. Och, nö, jetzt hüpf da hoch. Und wehe, du fängst an zu gleiten, du Sack. Ich seh nix. Kann man eigentlich durch das Seil durchhüpfen? Oder ist das ein festes... Festes Gewicht. Das hat drauf laufen, also nein. Es hat, ist texturiert und... Ich dachte, du bist auf der falschen Seite vom Seil, kann das sein? Ich bin da unter, ja. Ich stehe auf dem anderen Block, sozusagen. Ich glaube, ich bin von... Ich warte mal, bis du fertig bist, damit ich dich nicht verwuschel. Ich bin von der Mitte, also aus dem Zentrum von dem Balken auf das Seil gesprungen, glaube ich. Das ist ein UFO. Soll ich dich hochcheaten? Ja, jetzt wird sich hochgecheatet. Das geht nicht gut aus. Glaube ich auch. Naja, die Plattform, wo wir jetzt draufstehen, ist ja groß genug. Naja, ist ein prima Arschretter für zwei, ne? Also bis dahin bist du mit ein und dann musst du nur noch in die Mitte? Ja, in die Mitte, da und dann... Ach, das kann ich ja fast so schon. Ja, ja, ja. Sehr gut. Was hat er geschafft? Du musst nur zwischen die Balken hüpfen. So. Ja, jetzt musst du doch irgendwie absteigen und draufbleiben. Nee, das ist mir zu gefährlich, doch. Mach das lieber richtig. Na komm schon. Oh, ich sehe ihn schon fallen. Oh, Marc. Wie soll man denn bitte hier auf das Seil springen, bitte? Das geht doch gar nicht. Hab ich doch schon gerade gesagt, aus dem Zentrum auf das Seil. Also auf den ersten Balken und dann von dem Zentrum auf das Seil hüpfen. Kann ich gar nicht. Ja. Ich bin so gut. So. Ach so, vielleicht. Warte mal. So, und dann... Ups. Nein! Und hops. Hops. Tja. Was sind das denn für Geräusche? Oh. Ey, es hat über 22 Minuten gedauert, hier hochzukommen. Oh. Krank. So wie. Moment. Also gut, ich versuche den normalen Weg. Marc, das ist einfach. Geh auf den ersten Flock und geh rechts und dann spring auf. Guck Richtung Seil und spring dahin. Den ersten Flock und dann rechts. Also da in Richtung Zentrum sozusagen. Genau, Richtung Zentrum gehen, aber Vorsicht. Oh Gott. Mario, siehst du auch so wie ich? Alter, das sieht so komisch aus. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt hüpfen kann. Ja, kann ich, gut. Ja, jetzt bist du auf dem Seil. Ja, und jetzt stehe ich auch wieder gerade. Das ist doch schon mal was. Ja, jetzt musst du auf dem und dann musst du... auf dem zweiten und dann nur noch auf dieses Kreisding da, Mumster. Und dann auf diesen großen Seil hier rüber und dann hast du es geschafft und dann hast du es hinter dir. Das wird doch nie was. Komm, ich hab's auch geschafft. Das war ja Risiko. Ja, aber
so wie mein Charakter hier rumtüdelt. Du hast voll den erhöhten Schwierigkeitsgrad, aber es liegt daran, weil du kein des Grünheim bist. Alter Schwede. Kann man jetzt einfach hochhüpfen? Geht du kannst das? Einfach hochhüpfen, ja. Glückwunsch. Oh. Alter. Waffenkack, ey. Ja. Jesus. Mario. Aufwachen. Schmerz für Schmerz. Geht nicht. So. Runter, du blöder Hoppel. Ja. Ja, und wenn ihr mir nicht glauben wollt. Oh, man fällt einfach durch. Ja. Und aber der Hoppel stirbt am Boden. Ja, Sturzschadenresistent, das Ding. Guck mal, ich bin sogar auf diesem Sandhügel schief. Du hast eine echt krasse Körperspannung, dass du so stehen kannst. Wo ich auch. Bei mir ist alles normal. Ich weiß nicht, was ihr habt, aber ich stehe gerade wieder eins. Ja, Grauen, lebst du noch? Nö. Oh, wir hören ihn gar nicht mehr. Grauen ist eingeschlafen. So. Ja. Kannst du denn uns wenigstens hören? Ich höre euch. Jetzt können wir dich auch wieder hören. Dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt einfach weiter, ne? Ja. Achso, da lang. Nee. Die Leiche. Ich muss erstmal den Stein da holen. Ja, genau. Wo war denn der überhaupt? Hinten. Krass. Der Rochen hat auch hier den Geschwindigkeitsboost. Das ist alles Treibsand hier. Vielleicht bist du deswegen so schief. So, kein Weg und rein und kein Weg raus. Nahrung wird knapp, muss unleserlich. Also mit dem Rochen bin ich hier gerade. Vielleicht müsste es sich sonst aus- und einlocken, wenn es wieder so aussieht. Es sieht die ganze Zeit so aus. Aber ich werde mich jetzt hier in der Instanz nicht ausloggen. Ne, dann kommst du nicht mal rein. Aber Respekt, dass du das durchgezogen und geschafft hast mit der Ego-Perspektive, die wir nicht sehen konnten. Wo es also auch gar keinen Videobeweis gibt. Nee, aber, vor allen Dingen ich habe jedes Mal gesehen, wenn mein Charakter mal wieder die Seite von diesem blöden Dings gewechselt hat, dann wusste ich, okay, ich muss das wieder ein Stückchen in die andere Richtung. Das heißt, dein Charakter hat immer hin und her gespackt, ne? Hast du das gesehen? Ja, das ist cool. Ja. So siehst du natürlich auch, okay, ich bin jetzt nicht mehr mittig. Richtig. So, und wenn er dann in die andere Richtung zuckt, dann bin ich wieder... Dann darfst du nicht mehr in die andere Richtung gehen, weil dann drohst runterzufallen. Ja. Hätte ich auch so gemacht. Gut. So. So wie es aussieht, habe ich jetzt Energie. Ich auch. Wir haben ja nur 5 Stunden gesprungen gerade. Was war das für ein Geräusch? Gerade hat sich eine Tür geöffnet. Im Raum dahinter befindet sich ein weiterer Erhabener. Er ist nicht rot wie die anderen. Er scheint zu schlafen, aber... Kannst du so weit gucken? Vielleicht kann ich ihn aufwecken. Nee. Nicht hinter der Tür. Hier. Im Raum. Ihr wisst ja, was ihr tut. Ach da. Nein. Hat Balthasar euch geschickt? Oder Joko? Ich werde diesen heiligen Boden mit meinem Leben verteidigen. Haltet ein. Ich komme in Freundschaft. Wir sind auch nicht auf Balthasars Seite. Der Kommandeur hat vor, ihn aufzuhalten. Vlast ist der einzige Anhaltspunkt, den wir haben. Was habt ihr getan? Die Podeste beleben die Geschmiedeten wieder. Bei denen, die rot leuchten, handelt es sich um Geschmiedete? Wie gut, dass ihr sie in Ruhe gelassen habt. Ihr behauptet, nicht zu Balthasars Gefolgsleuten zu gehören. Beweist es! Vernichtet, was er erschaffen hat! Ja. Bezwingt die Spieler, ehe sie aufwachen. Das wäre ein Erfolg, den wir noch machen können. Den habe ich schon bekommen. Nee, den musst du noch machen. Wenn das im Tiefschlaf ist, dann habe ich den... Ja, jetzt habe ich ihn auch. Jetzt gerade auch aufgepoppt.
Das war wahrscheinlich jetzt auch Glück, dass wir es geschafft haben. Das ist der Grund, warum ich hier bin. Er will Kral Katorik umbringen und wir versuchen ihn aufzuhalten. Ich wünschte, ihr wäret schon früher gekommen. Ah. Balthasar war erst vor kurzem hier, zusammen mit diesem verdorbenen Licht Joko. Sie waren auf der Suche nach denselben Antworten wie ihr. Anscheinend bin ich auserwählt, Orin, Glins zweite Nachkommen, zu beschützen. Wenn euch diese Rolle anvertraut wurde, soll es mir eine Ehre sein, euch zu unterstützen. Ich bin Sadisi. Willkommen in Kesho. Das, was ihr seht, ist alles, was vom ersten Versuch der Vergessenen übrig geblieben ist, die Altdrachen zu beschwichtigen. Sie scheiterten. Dieses Gelände wurde aufgegeben, aber ein paar von uns blieben hier, um es zu bewachen. Warum waren Balthasar und Joko hier? Sie haben die Magie der Vergessenen gesucht, mit der man einer Kampfrüstung lebendigen Geist einflößen kann. Dieselbe Magie, mit der die Erhabenen erschaffen wurden. Sie fanden schon bald heraus, dass sie mit Hilfe dieser Magie diese Abscheulichkeiten erschaffen konnten. Sie nannten dieses Grauen die Geschmiedeten. Dieses Grauen. Die roten Erhabenen, gegen die ihr gekämpft habt, waren das Ergebnis ihrer ersten Experimente mit uns. Sie haben sie als geistlose Wächter zurückgelassen. In den ganzen Wirren gelang es mir, mich selbst in diese Kammer einzuschließen, um nicht demselben Schicksal anheimzufallen wie die anderen. Das war sehr schlau. So könnt ihr uns jetzt dabei helfen, dafür zu sorgen, dass Balthasar keinen Erfolg hat. Balthasar dachte, er hätte die Informationen vernichtet, nach denen ihr sucht. Aber die Wächter, die ihr zurückgelassen hat, haben sie beschützt. Wie meint ihr das? Die Podeste! Eure unsichtbare Freundin hat recht. Wählt ein Podest aus und ich kann seine Geheimnisse enthüllen. Oh, dann war gleich das erste hier. Ha, mein Charakter ist wieder gerade. Das war gut. Sehr gut. Glint war der Schlüssel. Für unsere Zwecke eignete sie sich hervorragend. Sie stammt von einem Altdrachen ab, ist selbst ein Kristalldrache und sie hat ihren eigenen Kopf. Wir leisteten gute Arbeit. Lind wies Kral Katorik ab und brachte weitere Nachkommen hervor, die sich ihrer Sache anschlossen. So, und jetzt kann man noch gehen zu den anderen. Das war ja. Yosso Escher, einer der wichtigsten Architekten des Vermächtnisses. Leider verloren wir ihn bei dem Versuch, Kral Katorik zu konvertieren. Moment. Kral Katorik zu konvertieren? Ja. Die Vergessenen wagten den Versuch. Aber die Gier der Altdrachen ist zu groß. Es erwies sich als tragischer Fehlschlag. Die Antworten zu weiteren Fragen erhaltet ihr, wenn ihr die anderen Podeste befragt. Die haben wir uns weiteren Fragen erhaltet, die nach der Werbung. Ja, hier ist auch noch eins. Hier hinten ist auch noch eins. Ja. Aber ich weiß, wo die stehen, die werden mir angezeigt. Dies ist die wichtigste Lektion, die ein Erhabener lernen muss. Zwar haben Altdrachen unfassbare Kräfte, aber dennoch können sie getötet werden. Jeder von ihnen hat eine bestimmte Schwachstelle. Mordemos beispielsweise kontrolliert die Gedanken, aber seine mächtigste Waffe, sein Verstand, ist auch seine größte Schwachstelle. Kral Katoriks einzigartige Stärke, seine Fähigkeit, Objekte in Kristall zu verwandeln, ist auch seine ganz spezielle Schwäche. Seine Geschöpfe verfügen alle über dieselbe Resonanzebene, die sie mit dem Kristalldrachen verbindet und aufgrund derer sie einander Schaden zufügen können. Eine fundamentale Resonanz, die sie verwundbar macht. Oh Mann, deswegen war Balthasar also hinter Vlast her. Er brauchte einen Nachkommen von Glint, um Kral Katorik zu besiegen. Aber jetzt ist Vlast nicht mehr da, also bedeutet das... Wartet, da ist etwas, das ich nicht verstehe.
Wenn Glint und die Vergessenen wussten, was der Tod eines Altdrachen für Tyria bedeutet, warum wollten sie dann Vlast und Aurim großziehen? Die Antwort befindet sich hinter dieser Tür. Wenn ihr mit den Podesten fertig seid, können wir fortfahren. Nee, wir sind noch nicht fertig. Ja, das finde ich ein bisschen komisch, dass das ein Erfolg ist. Sollte mein Zuhause sein, aber es ist eher ein Käfig oder ein Grab. Ich bevorzuge den freien Himmel. Ich fühle mich hier wie in einer Falle. Dieser Ort erinnert mich daran, dass ich nicht handeln kann. Unabhängig davon, wie sehr ich es wünsche. Zumindest kann ich es nicht, bevor nicht das vollständige Vermächtnis bereit ist. Das ist Vlast. Wir haben ihn ermuntert, seine Gedanken aufzuzeichnen. Für uns und für die Nachwelt. Er hat nicht oft etwas beigetragen. Und es hat ihm auch nie Spaß gemacht. Das glaube ich gern. Er klingt extrem frustriert und gelangweilt. Wie ein geniales Wunderkind im Anfängerkurs Gulematie. Vlas hat die Synchronstimme von dem Sprecher aus Neverwinter Nights 1. Das habe ich gerade rausgefunden oder rausgehört. Krass ist die Musik denn bitte. Noch epischer geht's nicht, oder? Hier passiert zwar nicht viel, aber... Ich halte das nicht mehr aus. Diese ständige Gerede von Pflicht und Schicksal. Ja, ich höre auf. Verehrung, das widert mich an und rät mich auf. Meine erhabenen Diener sind langlebig, aber trotzdem sterblich. Unbedeutend. Sie zittern vor Furcht beim kleinsten Zischen der Verärgerung. Ich habe eine Mission zu erledigen und ich bin kraftvoll genug, um sie zu schaffen. Die können mir nicht helfen. Wieso tun sie dann so, als ob? Leider ist Vlast isoliert aufgewachsen. Als wir herausfanden, wie man ihn mit anderen zusammenbringen kann, war es bereits zu spät. Als wir endlich erkannten, dass Vlast sich mit sterblichen Völkern verbinden musste, wie einst Glint, da konnte er es schon nicht mehr. Sie waren ihm gleichgültig. Das heißt, Vlast ist also so der Geheimagent der Drachen gewesen. Sadisi und die anderen sagen mir, ich müsse warten. Bevor die eigentliche Arbeit beginnen könne, müsse das gesamte Vermächtnis heranwachsen und reifen. Ich bin aber jetzt bereit. Kalkatorik wird immer stärker und hat immer noch nicht für den Tod meiner Mutter büßen müssen. Aber ich bin der Sohn meiner Mutter, also warte ich. Ich werde dem glorreichen Plan dienen, für den Sie und die Vergessenen mich vorgesehen haben. Obwohl die Schlangen und ihre goldenen Diener so tun, als wäre es ihr Plan, hat Glint ihnen nur ihren Namen geliehen. Daher werde ich in ihrem Namen handeln. Bis das komplette Vermächtnis bereit ist, werde ich Kalkatorik eindämmen und seine Horde von Gebrandmarkten ausdünnen. Kriegen gleich, wenn wir das abschließende Münze. Alter, schrei doch nicht so. Lass ihn einfach hauen. Meine Fresse. Zeit, echten Schaden anzurichten. Seltsam. Die Tür reagiert nicht. Sie muss beim Angriff von Balthasar und Joko beschädigt worden sein.
Dann ist es euer Glückstag, denn der Kommandeur ist gut darin, Dinge zu zerschlagen. Befehl Nummer 134, Tor zum letzten Podest deaktivieren. Sämtliche lebendigen Kreaturen vernichten, die versuchen, sich Zutritt zu verschaffen. Die Kammer entdeckt. Man hat mir das Spiel genommen. Oha. Der Jahrtausende währende Zyklus der Altrachen ist ein Kreislauf aus Fressen und Hungern. Ausgehungert erheben sie sich. Gesättigt schlafen sie ein. Die Vergessenen und Glint wollten diesen Zyklus der Extreme durchbrechen und ein Gleichgewicht herstellen. Doch als unerwarteterweise zwei Altdrachen gleichzeitig aus dem Zyklus eliminiert wurden, entstand dadurch eine Leere. Zumindest vermuten wir das. Und diese Leere sorgte dafür, dass das System zusammenbrach und der Einsturz begann. Ist das die zerhackte Pyramide? Sie hofften, dass Glints Vermächtnis den Zyklus stabilisieren würde. Diese vakanten Plätze müssen von Wesen eingenommen werden, die darauf abzielen, Magie zu teilen und zirkulieren zu lassen, statt sie anzuhäufen und zu horten. Nur dann wird das Gleichgewicht der Magie wirklich stabil werden. Nur dann wird Glints Vermächtnis seinen ultimativen Zweck erfüllen. Nachkommen sind wichtiger, als wir dachten. Balthasar betrachtet sie nur als Mittel, um an die Macht zu kommen. Aber sie könnten entscheidend für die Wiederherstellung des natürlichen Gleichgewichts sein. Sollte es sich bei euch tatsächlich um die Person handeln, die ausersehen ist, Glints Vermächtnis zu beschützen, liegt es an euch, Balthasar davon abzuhalten, sie zu vereinnahmen. Doch solltet ihr euch gewahr sein, dass sie nichts davon abhalten wird, den Kristalldrachen töten zu wollen. Taimi, übermittelt Ridlock, Kanach und Kashmir eine Nachricht. Südlich des Schweberochenhofs gibt es eine Spitze, die hoch genug ist, damit Kiels Luftschiff anlegen kann. Sagt ihnen, ich treffe sie dort. Kommandeur, ihr müsst jetzt gehen. Sofort! Ich spüre, dass die Geschmiedeten sich nähern. Wenn es euch gelungen ist, Kesho zu finden, heißt das, dass es mir nicht gelungen ist, den Eingang sorgfältig genug zu verbergen. Ich muss den Eingang für immer versiegeln. Nutzt das Portal. Es wird euch sicher an die Oberfläche zurückbringen. Aber was ist mit euch? Ich habe geschworen, diesen heiligen Ort mit meinem Leben zu beschützen. Und diesen Schwur werde ich halten. Ich habe meinen inneren Frieden gefunden. Lebt wohl, Kommandeur. Boah, mal nach Jahrzehnten ein Abschluss. Wow, das war eine Story. Ja, bedeutet, wir haben dadurch, dass wir die beiden Altdrachen kaputt gekloppt haben, so ziemlich die ganze Welt in Gefahr gebracht. Ist auch schön. Ja, auf jeden Fall. Finde ich gut. Machen wir was Positives macht. Genau. Zeit zu kämpfen, bin schneller als ein Centaur. Gut, klettert auf die Felsspitze bei der untiefen Bucht. Erstmal Inventar leeren, ist viel zu voll. Mario, wann sollen wir eigentlich hier
Dings. Borderlands zocken? Habe ich doch gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall nicht dann, wenn ich krank werde. Und wann planst du, krank zu werden? Gar nicht. In diesem Jahr nicht mehr. Das Jahr ist noch lang, das weißt du, ne? Ja, ja, das Jahr ist mir erstmal egal. Puh. Wo sind das eigentlich? Da, wo da war ich schon mal drauf. Da sind ganz viele geschmiedete Kackviecher. Ich bin schon dabei, ein paar wegzumachen. Okay, ich komme euch hier gerade hinterher. Irgendwann mal. Ich bin in die falsche Richtung geflogen. Gut, danke fürs Zusehen. Da oben war auch eine Sehenswürdigkeit drauf.